Sarah Ferguson sieht in dieser besonderen Geste eine große Ehre, die ihr nach dem Tod von Königin Elizabeth II. Zuteil wurde. Königin Elizabeth II., die am 8. September nach einer Rekordherrschaft von 70 Jahren im Alter von 96 Jahren starb, züchtete 10 Generationen der Hunderasse Corgi. Sarah Ferguson, 63, und ihr Ex-Mann Prinz Andrew, 62, übernahmen nach dem Tod die letzten beiden Corgis, Sandy und Muig. Über die sozialen Medien teilte Sarah Ferguson nun ein Bild von sich und dem Hundepaar. Sie betitelte das Foto mit den Worten: "Die Geschenke, die immer noch was geben." Gegenüber The Telegraph sagte sie: "Es ist eine große Ehre. Sandy und Muig sind nationale Schätze und sie wurden gut unterrichtet." Die Autorin von Most Intriguing Lady hat jetzt insgesamt 7 Hunde, die unter ihrem Dach leben, erklärte aber, dass ihre 5 Terrier sich mit den Corgis ausgleichen. Sie fügte hinzu: "Sie gleichen sich alle aus. Der Teppich bewegt sich, wenn ich mich bewege, aber ich habe mich jetzt daran gewöhnt." Der ehemalige Trainer Dr. Roger Mackford erklärte zuvor gegenüber Entertainment Tonight, dass die Corgis den Tod der Königin realisieren werden, wenn sie in die Vollzeitpflege ihres zweiten Sohnes und seiner Ex-Frau gehen, weil sie Veränderungen in ihrer Umgebung wahrnehmen. "Hunde sind sehr empfänglich für die Veränderung bei ihren Besitzern. Ich bin sicher, dass sie wussten, dass ihre Majestät im Niedergang begriffen war und sie werden sie vermissen", so Mackford. Gut zu wissen, dass sie trotzdem in der royalen Familie bleiben und ein schönes Heim gefunden haben.